Das ist ein ganz neues Buch, was gerade erst erschienen ist. Es heißt Der Stein und das Meer. Das habe ich schon vor ein paar Jahren geschrieben, aber ich habe ein bisschen warten müssen auf die wirklich wundervollen Illustrationen von Stefanie Hayes. Und das Warten hat sich gelohnt und jetzt lese ich euch daraus vor. Mal bitte einmal gucken. In einem Meer, wo die Wellen hohe Purzelbäume schlagen, an einem Strand, wo der Wind mit den Sandkörnern spielt, dort lebt Sören, ein kleiner grüner Stein, auf einem großen grauen Felsen inmitten der Brandung. Seit Jahrtausenden umfließt ihn das Wasser. Jeden Tag schaut Sören aufs Meer. Er sieht es kommen und gehen. Manchmal wird ein Ast ans Ufer gespült, der seinen Baum verloren hat. Eine leere Flasche, die vor langer Zeit von Bord eines Schiffes gefallen ist, treibt ziellos umher. Eine verbeulte Tasse, ein löchriger Schuh und sogar eine Flaschenpost, die sich verschwommen hat. Fundstücke, die niemand findet. Sören würde gerne wissen, wo all die wunderbaren Dinge herkommen. Doch er kann nicht mit ihnen sprechen. Er ist zu weit oben, hoch auf dem großen Felsen inmitten der Brandung. Da ist Sören. Könnt ihr den sehen? Da oben. Jeden Tag sieht er den Vögeln hinterher, wie sie lautlos durch die Luft gleiten. Wie gern wäre ich einer von ihnen, denkt er. Dann könnte ich zum Wasser fliegen. Wie komme ich ins Meer? Fragt Sören den großen Felsen. Eine hohe Welle kracht gegen die Steinwand und seine Worte schwimmen davon. Sie verlieren sich zwischen Ebbe und Flut. Es dauert lange, sehr lange, bis der große Fels antwortet. Der große Fels. Wie die Zeit vergeht. Im Scherenschnitt hat die Stefanie das gemacht. Die sind wirklich, man muss die sich unbedingt im Original angucken. Sören sieht 365.000 Sonnenuntergänge und 1 Milliarde Regentropfen vom Himmel fallen. Als er den 427. Regenbogen zählt, sagt der Fels, du musst warten, bis das Meer zu dir kommt. Auf diese Antwort hat er so lange gewartet. Sören ist enttäuscht. Ich möchte ins Meer, ruft er dem Wind zu, immer und immer wieder, bis seine Worte fliegen lernen. Dann bricht ein Jahrhundertsturm los. Der Wind jagt meterhohe Wellen übers Meer. Eine davon reißt Sören vom Felsen und schleudert ihn ins Wasser. Und noch andere Dinge schleudert der Jahrhundertsturm ins Wasser. Sören liegt auf dem Grund des Meeres, wo Miesmuscheln Liebesfäden spinnen. Jeden Tag fließt das Meer in Wellen über den grünen Stein hinweg. Jeden Tag verliert er ein kleines Stück von sich. Er wird kleiner und kleiner. Seine Ecken und Kanten werden glatter und glatter. Irgendwann ist Sören müde von den Geschichten der Meeresbewohner. Er möchte nach Hause. Sören hat Glück. Eine Mutter taucht mit ihrer Tochter am Strand auf. Das Mädchen hat eine besondere Gabe. Es findet Stücke, die gefunden werden wollen. Als die Wellen sich für einen Augenblick zurückziehen, entdeckt es Sören, den kleinen grünen Stein. Über die Jahre hat ihn das Wasser glatt geschliffen und poliert. Mal schauen, ob ihr den kleinen Stein entdeckt. Okay, ich helfe euch mal, sonst dauert es lang. Das Mädchen hebt Sören vom Boden auf und läuft zu seiner Mutter. Guck mal, was ich gefunden habe. Das ist wirklich ein besonderer Stein, sagt die Mutter. Aber wir können ihn nicht mitnehmen. Warum nicht? Fragt das Mädchen.
Weil das ein Glücksstein ist. Du musst ihn wegwerfen, damit das Glück zu dir fliegt. Das Mädchen zögert kurz. Dann holt es weit aus. Für einen Wimpernschlag fliegt Sören wie ein Vogel durch die Luft. Sören landet auf einem großen grauen Felsen inmitten der Brandung. In einem Meer, wo die Wellen hohe Purzelbäume schlagen. An einem Strand, wo der Wind mit den Sandkörnern spielt. Ende.